Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Uni on Air. Wir sind die Hochschule Wismar und Sie sind hier genau richtig. Und bei Uni on Air stellen wir ja regelmäßig unsere Bachelorstudiengänge vor. Und auch heute ist es wieder soweit, denn Professor Dr. Martin Krohn ist zu Besuch hier im Studio. Und er hat den neuen, sehr jungen Studiengang Technische Gebäudeplanung im Schlepptau, abgekürzt TGP. Und da wollen wir auch gar nicht lange drum rumreden, sondern gleich direkt einsteigen. TGP, was ist das und was ist so besonders daran? Ja, technische Gebäudeplanung, die Abkürzung. Vielleicht stellen wir uns erstmal vor, was ist technische Gebäude oder was ist die Gebäudetechnik als solche? Und dort, das ist gar nicht so schwer. Stellen Sie sich vor, Sie stehen in einem Rohbau. Das Traumeinfamilienhaus, wo Sie später mal einziehen wollen. Bodenplatte gegossen, Wände hochgezogen, leere Fensterhöhlen, Dach ist drauf. Und dann steht man da drin, es riecht nach feuchtem Beton, es ist kalt, es ist zu, es ist dunkel. Was muss hier passieren, dass ich mich wohlfühle? Das Erste, was einem einfällt, es muss warm werden. Ich brauche eine Heizung. Das Zweite, ich hätte gerne Licht, das ist hier so finster. Ich brauche eine Elektroinstallation. Das Dritte meinetwegen, fließend Wasser, gerne auch warm. Und ich möchte es nicht raustragen im Eimer, ich brauche einen Abfluss. Das sind also alles ganz normale Dinge. Sanitärtechnik, Elektroinstallation, Heizung. Ja, und das macht sich nicht von selber. Das muss jemand planen, das muss jemand ausführen. Ja, und da sind wir schon bei technischer Gebäudeplanung. Das ist genau quasi das Kerngeschäft jetzt mal am Einfamilienhaus dargestellt. Und was macht das so besonders? An der Aufzählung haben Sie es vielleicht schon gemerkt, wir haben die Elektrotechnik im Spiel, wir haben die Energietechnik im Spiel, wir haben die Sanitärtechnik, wir haben, Telefon wollen wir natürlich auch noch, Informatik, Telekommunikation. Wir haben also unheimlich viele Fachgebiete hier im Studiengang vereinigt. Das macht ihn so universell, so interessant, auch auf lange Sicht. Also etwas ganz Besonderes, womit man wirklich lange Freude haben wird. Also mit anderen Worten, der technische Gebäudeplaner sorgt mit seiner disziplinären Vielfalt für gutes Klima. Ja, so. Und wo kann er das denn später machen? Also wenn jemand bei uns diesen Studiengang erfolgreich abgeschlossen hat, wo wird er denn auf dem Berufsmarkt, nachher auf dem Arbeitsmarkt so zu finden sein? Also auf jeden Fall kann man sagen, international wie national. Das heißt, es gibt eigentlich kaum Felder, wo man nicht tätig werden kann. Das ist die freie Wirtschaft natürlich. Das kann also das eigene Unternehmen sein, das kann der Mittelständler sein, das kann auch der große Ingenieurdienstleister sein, wo man tätig wird. Dann ist das Zweite natürlich ja, die öffentliche Verwaltung, die Bauaufsicht, die Bauplanung, ob das Staatliche Amt für Bau und Liegenschaften zum Beispiel ist oder in anderen öffentlichen Einrichtungen, ob man jetzt Angestellter sein möchte oder auch Beamter sein möchte, das ist alles möglich. Und das eigene Unternehmen natürlich sowieso, ja, wenn man dort selbstständig werden möchte, mit dem Know-how, mit dem Wissen, was man sich dort angeeignet hat, kann man das auf jeden Fall. Und das kann man auch auf lange Sicht. Das heißt, diese Dinge, die immer so wichtig sind, wenn man sich entscheidet, wo soll es lang gehen, Spaß an der Arbeit und ein ordentliches Auskommen, und das kann man also mit diesem Studienabschluss auf jeden Fall auch für die nächsten Jahrzehnte garantieren. Das wird auf jeden Fall so sein. Das hat man nicht häufig, dass Ingenieursarbeit mit Spaß quasi assoziiert oder regelrecht etikettiert wird. Das ist schön, dass das ein Studiengang ist, der aufgrund seiner Vielfalt wahrscheinlich deswegen auch den Freudfaktor erhöht. Gibt es denn jetzt schon im bisherigen Werdegang, gibt es denn da schon irgendwie eine kleine lustige Story, die Sie dazu erzählen können? Eine ganz kleine? Eine ganz kleine. Also jetzt nicht so unbedingt, was Studierende angeht, dafür ist er noch natürlich sehr, sehr jung. Aber ich kann mich ja da an eine Situation erinnern, die war wirklich sehr amüsant. Wir planen einen Neubau bei uns auf dem Gelände, ja, ein riesengroßes Laborgebäude, unter anderem auch eben mit einem Labor für die technische Gebäudeausrüstung. Und diese Idee haben wir mal den gewonnenen Planern für diesen Neubau vorgestellt. Und das war so amüsant zu sehen, mit welcher Begeisterung die dort aufsprangen und sagen, oh, das ist total toll, dürfen wir dieses Labor planen? Denn da planen wir euch alles rein, was wir gerne selbst in unserer Ausbildung mal gehabt hätten. Und das war wirklich total goldig, und so wird es jetzt auch kommen, sodass wir also dann am Ende quasi sehr begeisterte Planer haben, die ganz sicher dort sehr sinnvolle Dinge planen werden. Und wir werden das sogar noch weiter fassen. Wir werden auch dieses ganze Gebäude zum Ausbildungsgebäude für diesen Studiengang machen. Also das wird schon eine sehr tolle Sache, und das war wirklich damals total amüsant. Also ein Lehrgebäude mit als integrierte Teststrecke sozusagen. Ja, so ungefähr. Ne? Alles ausprobieren, alles sehen, alles anfassen können. Da müssen wir ein paar Hürden überwinden, was die Sicherheit angeht. Aber genau das haben wir vor. Wie das weitergeht, können Sie Professor Krohn direkt fragen. Die Kontaktdaten werden dann gleich nochmal eingeblendet. Ansonsten möchten wir uns an dieser Stelle für heute auch schon wieder verabschieden. Wünschen Ihnen noch einen schönen Tag, eine schöne Woche, einen schönen Monat. Und verbleiben mit freundlichen Grüßen bis zur nächsten Sendung von Uni on Air. Bis dann.